Hallo liebe Anvil Army, herzlich willkommen zum 1000 Abonnenten Special. 1000 Abonnenten sind zwar jetzt schon 2 Wochen her, aber wir wollten eigentlich was Großes machen, lässt sich aber wegen Corona aktuell nicht machen. Deshalb haben wir gesagt, wir erzählen einfach mal ein bisschen, was so in den letzten 2 Jahren gelaufen ist. Viele von euch verfolgen uns ja schon lange. Und von daher wollten wir euch mal noch ein bisschen erzählen, was so in den letzten 2 Jahren passiert ist, was geil war, was nicht geil war. Ne? Wie gesagt, Pascal, dein T-Shirt ist mega. Das bin einfach ich. Das von mir übrigens auch ein wunderschönes guten Hallo. Ne? Vielen Dank, dass wir uns alle abonniert haben. Hoffentlich geht es so weiter. Aktuell seht ihr ja, dass wir immer mit wechselnder Belegschaft schaffen, außer dass ich sowieso immer dabei bin. Ne? Und die anderen wechseln sich halt durch, ne? Wegen der aktuellen Pandemielage. Ist ein bisschen scheiße, aber... Wir machen ein Video. Alter, das ist gerade fast voller Leute. Das war bestimmt der Hermann, ne, die kleine Maus, ja, die wohnt da hinten im Ecken. Das war der Ulf. Ulf, Entschuldigung. Genau. Ulf Hermann, ne, der wohnt hinten im Ecken. Ne, für die es noch nicht wissen. Die uns bei Instagram folgen, die haben den Ulf natürlich gesehen. Ne, unsere kleine Werkstattmaus, die wir im Winter hatten, die wir gefangen haben und ausgewildert haben, weil wir so tierliebe Kerlchen sind. Aber zu uns mal noch, wie gesagt, wir zwei haben das Ganze ja vor 2 Jahren mit einer Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen. Da war der Pascal nicht im Schmiedemuseum, das zeigen wir euch jetzt hier noch mal kurz. Hi, ich bin Pascal. Ich bin Julian. Und zusammen sind wir das Schmiedeteam. Ihr Achter, noch mehr Schmiedeteam. Ja, und die Crowdfunding-Aktion war ja leider nicht erfolgreich. Trotzdem seht ihr, unser Reich wächst immer weiter, auch wenn viel Gerümpel immer rum in der Gegend rumsteht. Aber im Endeffekt sind wir eigentlich sehr zufrieden mit dem, was wir haben. Ne? Wir wachsen ja stetig, können immer coolere Projekte machen, haben jetzt auch noch ganz viele geile Projekte vor Star Wars. Wie gesagt, da wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges passieren hier. Je besser die Corona-Lage wird, desto geilere Sachen können wir am Schluss auch nochmal machen. Viele haben gesehen, wir haben auch jetzt eine Website, www.saarland-schmiede.de. Da findet ihr lauter geiles Zeug. Vor allem unsere Messer und auch jetzt die neuen T-Shirts, die wir gemacht haben, haben auch einige auf Insta gesehen. Und jeder ein Messer und ein T-Shirt und wir sind happy. Genau, dann können wir nämlich uns vielleicht auch irgendwann mal Luft erleichtern, was ja richtig geil wäre. Ne? Auch wenn wir langsam schon keinen Platz mehr für so Spielereien haben, weil unsere 100 Quadratmeter doch sehr begrenzt sind, wie wir gemerkt haben. Aber ne, Pascal, erzähl mal, was ist in den letzten 2 Jahren so alles passiert? Zuallererst, wir haben einen Haufen Quatsch gemacht, das gehört einfach dazu, weil wir sind hier, ne? Saarland, ganz klar. Und unser Igor, unsere Gasesse, made by uns selbst, ne, alles in Marke Eigenbau, zusammen kreiert, die ganzen Tische, wenn ich so sah, die Stammbelegschaft. Die ist übrigens sau heiß neben der Scheißesse. Selber schüttelt den Pulli an. Naja, wir haben noch Frühling. Ja, erzähl weiter. Danke. Die Belegschaft, wenn ich das so sagen kann, ist eigentlich hart gewachsen, also die Stammbelegschaft, ne, das waren eigentlich nur mir beide. Und dann mehr. Ja, aber so bei der Crowdfunding war er nicht dabei. Doch. Als stiller Teilhaber vielleicht, der war auf dem Video nicht dabei. Wow. Ne, Video nicht, ne. So, also waren wir beide, so. Der war stiller Teilhaber, okay, gut, eigentlich war der Marvin noch dabei, egal. aber die Stammbelegschaft, wie wir sie jetzt haben, wie wir auf der Internetseite präsent sind, die ist ach gemacht. Das ist korrekt, ja? Das ist korrekt. Die ganzen Sachen, die wir momentan machen, also wir haben eigentlich nur so... Wenn ich das so sagen kann, so Kleinkrams, ne, so muss ich so rangetastet, hat angefangen und sind jetzt schon, ich stehe mich so weit aus dem Fenster, bei unglaublichen Damastmessern höchster Güte. Ich hätte das ultra geil gesagt, aber okay, passt auf. Ne, so, also der Damaststall, den wir machen, der ist schon ziemlich vergleichbar geil mit namhaften, das würde ich auch unterschreiben, anderen Schmieden, Herstellern, Schmieden. Ja, natürlich, ne? Wir haben es selbst uns beigebracht. Na, ihr seht ja, wie gesagt, unsere Entwicklung geht immer weiter. Wir wollen ja auch, dass ihr das Ganze auch als Hobby entdecken. Das ist ja generell auch so der Hintergrund von uns. Ne? Wie gesagt, wir wollten das ja halt aufziehen, weil es kaum noch Schmiede gibt und Messerschmiede. Zumindest auch, im Saarland. Ja, im Saarland sowieso. Ne? Im Saarland sind wir relativ allein. Ne? Es gibt noch den einen oder anderen Messermacher, aber
richtige Messerschmiede, die halt jetzt schon regelmäßig machen, gibt es ja bei uns in der Region gar nicht. Wie gesagt, klar, Schmiedehandwerk lebt weiter in irgendeiner Form, aber natürlich nicht so, wie wir uns das vorstellen. Deshalb muss man halt uns auch verzeihen, wenn wir halt nicht mit Fachbegriffen um uns rumschmeißen, weil wir haben es einfach nicht gelernt. Aber im Endeffekt ist ja unser Hintergrund, dass ihr im Endeffekt mit den Tutorials, die wir machen, halt auch dort damit anfangen könnt. Und generell ja auch dieser Nachhaltigkeitsgedanke, den wir halt führen oder den vor allem ich führe. Deshalb tun wir ja Phil mit alten Sachen schmieden, ne? Mit Phil Recycling oder Upcycling von Autofiltern, von alten Werkzeugen, von Kreissägenblättern und was wir halt alles so benutzen. Die einzigen Stähle, die wir ja neu benutzen, sind im Endeffekt die Stähle für den Damaststahl. Alles andere ist recycelt. Ist mir persönlich sehr wichtig, genauso, dass wir halt auch wieder diesen Gedanken bei den Leuten etablieren, dass Messer nicht vom Himmel fällen, genauso wie Fleisch nicht vom Himmel fällt oder Milch oder sonst irgendwas, dass einfach ein sehr hohes Gut ist und man das auch anerkennt, was dann auch seinen Preis hat. Aber im Endeffekt versuchen wir ja möglichst interessante und nachhaltige Videos für euch zu machen, auch mit den anderen Portalen, die wir haben, wie zum Beispiel Leck mich fett, was aber wegen Corona auch aktuell halt nicht so erfolgreich ist. Jetzt haben wir einen neuen kleinen Podcast gemacht, die Blaue Bank. Und versuchen halt möglichst interessante Themen für euch zu finden und halt auch euch möglichst viel Einblicke zu geben. Und wir wollen ja auch nicht super seriös rüberkommen, das ist gar nicht unser Hintergrund, sondern wir sind ein junges Team, wir haben ein junges Publikum und deshalb wollen wir auch, dass es witzig ist, dass es interessant ist. Ne? Ihr seht unsere Outtakes, die wir regelmäßig machen. Ganz wichtig, wir sind einfach chaotisch. Das ist korrekt. Das ist ne? Halt einfach so. Hm? Genau, ne? Also wir wollen auch gar nicht anders sind. Ne? Ich denke deshalb, kommt das auch so an, wie es ankommt. Ne? Wir wollen auch nicht Videos auf Englisch machen, wie das viele andere deutsche Schmiede machen, die dann halt denken, dass sie so ein größeres Publikum kriegen. Ja, gerne, kann man machen, ist aber nicht unser Weg. Wir machen auf Deutsch oder wenn wir jetzt, sagen wir mal, ein englisches Messer machen, dann würde ich ja ein Video auf Englisch machen. Vorher haben wir ein französisches Messer gemacht, dann haben wir ein Video französisch gemacht. Aber das muss auch gewinnen. Ne? Also wir wollen uns nicht mit großen Global Playern im YouTuber-Bereich messen, sondern wollen im Endeffekt für das deutsche Publikum und österreichische Schweizer Publikum wollen wir im Endeffekt einfach coole Videos machen und dass ihr halt auch coole Messer kaufen können. Wie gesagt, ja, trinkt nur mein guter Trink, der gute Bier. Ich muss meinen Spitznamen immerhin alle Ehre machen. Bierkules! Oder St. Pilsen. St. Pilsen oder Pancetta, die sexy Valkyrie. Mit Ananas BH kann ich da nicht dienen, momentan. Momentan, im Sommer vielleicht. Ne? Also wie gesagt, ne, die, die uns schon lange verfolgen, sehen ja, wir wachsen immer weiter. Wir werden viele neue Sachen machen. Wir haben auch ein riesiges Fest geplant gehabt eigentlich für letztes Jahr schon. Dann kam Corona, ging nicht. Dieses Jahr sieht auch schlecht aus. Aber wenn es möglich ist, werden wir Ende August, Anfang September das Summer Anvil ausrichten. Das ist dann ein Zweitages-Festival mit Comedy-Abend, mit diversen Attraktionen. Und hoffentlich ganz viele coolen Leute, die wieder richtig Bock haben. Gegebenenfalls Hygienekonzept. Und gegebenenfalls Hygienekonzept, also da werden wir nicht dran vorbeikommen, dann sowas. Ne? Aber wie gesagt, ne, wir wollen, dass ihr hier auch vorbeikommen könnt, euch das angucken könnt. Ne? Wie gesagt, auch vielleicht einen Kurs bei uns machen für Kleinigkeiten oder so. Oder einen Junggesellenabschied bei uns veranstalten. Das haben wir ja auch schon gemacht. Ne? Findet ihr alles auf der Website. Und ja, wie gesagt, am besten hat mir eigentlich in den letzten 2 Jahren gefallen, wie wir die Molly holen wollen, also unsere Spindelpresse. Das war natürlich. Das war saugeil gewesen. Mein Herzblut, das habe ich vor meiner Mittagsschicht gemacht. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, bin ich ganz ehrlich, wirklich. Ja, weil der Hänger hat fast alle 4 von sich gestreckt. Ja, dann waren zum Beispiel auch geile Videos, wie gesagt, unser Herr der Ringe-Video von der Morgul-Klinge mit dem immer noch geilsten Schnittes, den ich jemals in 15 Jahren Messerfan gesehen habe. Ne? Kann ich euch nur empfehlen anzugucken. Oder halt auch unser Assassin's Creed Video mit der heißen Valkyrie Pancetta. Das war auch ziemlich geil. Ne? Und wie gesagt, jetzt kommt noch was ganz Großes. Star Wars! Wobei Star Wars, das Metro war halt auch geil. Ja, Metro Messer war auch geil. Richtig gut gefeiert, Messer. Das war auch richtig fett, ne? Obwohl mich gewundert hat, dass keiner von der Nordbahn die Polizei gerufen hat, weil wir mit der Software MP5 über den Platz gelaufen sind, weil wir leider keine Kalaschnikow drin hatten als Software. Wow, nice. Das war jetzt eines der ersten Videos, die wir gemacht haben. Mein persönlicher Favorit, neben dem der Morgul-Klinge, Teil 1 und 2 und Assassin's Creed, war meine persönlichen Favoriten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind meine persönlichen Lieblingsvideos, die wir haben.
neben der Maus. Was auch geil, ja, die Sendung mit der Maus-Video, wo wir gerade gemacht haben, war auch richtig cool. Ne? Nochmal ein großes Danke an die Maus-Redaktion. Ne? Wie gesagt, also 50 Jahre geiles Kinderfernsehen gemacht, im Gegensatz zu dem anderen Scheißdreck, der aktuell so im Fernsehen läuft. Ne? Und was ich halt auch noch richtig geil fand, war, wie meine Bandschleifer gebaut haben und mir die Rollen gegossen haben, ey, und so eingeflucht haben wie Rohrspatz, ey. Das war Stein. Stein hat überhaupt gar nicht, ey, überhaupt gar nicht. Ich musste ja ganz viele Zähne, die ich nicht im Video rinschneiden durfte, weil da so ein Späß mit mal gewinnen wäre. Ne? Das war schon richtig geil. Ja, ne, also wie gesagt, es ist schon einiges passiert hier in den letzten Jahren. Und deshalb denken wir, dass es sich lohnt, unseren Kanal weiter zu verfolgen. Deshalb abonniert den Kanal, supportet uns. Wir freuen uns immer, wenn ihr Videos teilt. Wird uns natürlich auch helfen, weiter und schneller zu wachsen. Ne? Je schneller und größer wir gehen, desto mehr coole Sachen können wir halt auch machen. Ne? Also wir sind ja hier Mieter hier drin, müssen diverse Sachen bezahlen. Ne? Deshalb verkaufen wir auch Messer und werden wahrscheinlich auch irgendwann mal Werbung auf YouTube schalten. Weil wir müssen das halt von irgendwo her finanzieren. Ne? Wir sind halt nicht wie andere kleine Kanäle, die in irgendeiner Garage das Ganze machen, sondern wir müssen halt hier Geld für bezahlen und haben jeden Monat 700, 800 Euro Kosten, die wir erstmal decken müssen. Und deshalb können wir halt auch nicht so Riesenschritte gehen. Ne? Aber deshalb müssen wir halt auch finanziell ein bisschen gucken. Er ist noch da, keine Angst. Deshalb freut es uns immer sehr, wenn ihr uns unterstützen. Ne? Deshalb kann ich euch auch nur empfehlen, geht auf die Website, guckt nach unseren heißen T-Shirts. Ne? Da wird demnächst auch noch ein professionelles Shooting mitgemacht. Ne? Und ja, wir haben halt ganz viele Ideen und Bausteine, die wir in der nächsten Zeit umsetzen werden. Und ich denke, unser Team wird auch stetig weiter wachsen. Ne? Wie gesagt, wir haben jetzt zwei Neuzugänge seit einem Jahr und einem halben Jahr. Ne? Das ist der Stein und der Alm. Die kennt ihr ja aus den Videos, ne? Und der Nils ist auch regelmäßig, unregelmäßig mal dabei. Ne? So wie ich. Wie gesagt, Corona lässt sich halt jetzt anders nicht machen, ne? Wie gesagt. Ne? Aber ist halt so, dass man maximal nur zu dritt hier drin sein kann wegen der Quadratmeterzahl. Das ist halt nun mal so. Ja, mit den Abständen und wie gesagt, wenn wir hier halt sind, dann gucken wir halt auch, dass kein Risiko entsteht, aber das ist halt ein anderes Gespräch. Ne? Bremst uns jetzt natürlich. Deshalb konnten wir auch unser großes 1000-Abonnenten-Special in unserem Baumarkt des Vertrauens nicht machen, das wir eigentlich vorhatten. Ist jetzt schade, aber naja, ist halt so. Ne? Mir trotzdem einen Daumen hoch für euch, dass wir uns alle abonniert haben. Hoffentlich geht es weiter so und wer weiß, vielleicht kriegen wir bis Ende des Jahres die 2000 voll. Das fände ich geil. Das wäre natürlich mega. Ja, ne? Also das wäre natürlich richtig. Geht's weiter an Freunde, Bekannte. Ne? Macht Werbung für uns. Abonniert den Kanal, ich freue mich auf euch, ne? Gebt uns Feedback, vielleicht können wir noch irgendwas für euch machen, was euch interessiert, bevor du es sagst. Richtig. Ich bin momentan auf die Fan-Community sehr stolz, muss ich ehrlich sagen, ne? Dass wir überhaupt in knapp einem Jahr auf die 1000 kommen sind, ist mega. Und vor allem, dass 1000 Spackos gibt, die sich unseren Scheiß angucken. Ne? Zeigt mir einfach nur, dass normal langweilig ist und richtig, dass wir die Schiene einfach weiterfahren müssen, wie wir sind. Denke ich auch. Ne? Wie gesagt, Larifari-Videos kann jeder machen. Ne? Wir geben uns sehr viel Mühe, wie wir ja in unseren Videos sind. Ach, beim Halloween-Special. Alter, da haben wir einen Greenscreen aus der grünen Decke gebaut, ne? Und haben eine Merlin an die Decke geschnallt. Ne? Das war saugeil. Das war richtig witzig. Ne? Also auch das kann ich euch nur empfehlen, nochmal anzugucken. Ne? Auch wenn jetzt kein Halloween ist, aber es hat einen gewissen Unterhaltungsfaktor, dieses Video. Ne? Und dann hoffen wir, dass ihr weiterhin so aktiv in der Community seid, wie ihr das seid. Und dass ihr alle gesund bleibt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Schaut auch auf unseren anderen Kanälen wie Instagram oder TikTok vorbei. Überall Saarlandschmiede, also einfach zu finden. Auf Facebook sind wir auch. Und dann verpasst ihr auch nichts. Ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und wünschen euch eine schöne nächste Woche. Tschüss. Bye, bye. Das ist mir schon so oft passiert. Oh. Abwertend, einladend. Abwertend, einladend.